In diesem Versuch wird das Spektrum des Wasserstoffatoms gemessen. Die gemessenen Wellenlängen der ersten drei Linien werden mit der Formel der Balmer-Serie verglichen, die Johann Jakob Balmer bereits 1885 aufgestellt hat. Erst im Jahr 1913 wurde das semiklassische Bohrsche Atommodell entwickelt, das eine Erklärung für die Balmer-Serie liefert. Der Versuchsaufbau besteht aus einer Wasserstofflampe und einem optischen Gitter, das im Abstand von A gleich 72 cm platziert ist. Das Gitter hat 570 Linien pro Millimeter, sodass die Gitterkonstante D gleich 1 durch 570 mm beträgt. Schaut man durch das Gitter Richtung Wasserstofflampe, erkennt man das Linienspektrum des Wasserstoffs in Form einzelner verschiedenfarbiger Linien. Ein großes Holzlineal wird nun entsprechend der Schemazeichnung so an die Wasserstofflampe gehalten, dass ein Nullpunkt genau an der Lampe liegt und es mit der Verbindungslinie zwischen Gitter und Lampe ein rechtwinkliges Dreieck bildet. Die Positionen B der drei Linien werden jeweils dreimal gemessen, um systematische Ablesefehler zu reduzieren. Rot 28,5 cm, 29,0 cm, 28,5 cm. Türkis 20,5 cm, 20,0 cm, 20,0 cm. Violett 18,0 cm, 18,0 cm. 18,0 cm. Die sichtbaren Linien entstehen durch konstruktive Interferenz. Dafür gilt beim Gitter Lambda gleich d mal Sinus Theta gleich d mal b geteilt durch Wurzel aus a Quadrat plus b Quadrat. Aus dem Abstand a gleich 72 cm vom Gitter zur Lampe, den Abständen b der Spektrallinien zur Lampe und der Gitterkonstanten D gleich 1 durch 570 mm, lässt sich die Wellenlänge der Linien berechnen. Die Rydberg-Formel gibt die Wellenlänge des emittierten Lichtes eines Wasserstoffatoms beim Übergang vom emden angeregten Zustand in den enden an, wobei R die Rydberg-Konstante ist. 1 durch Lambda ist gleich R mal 1 durch n² minus 1 durch m². Im sichtbaren Teil des Spektrums liegt die Balmer-Serie mit n gleich 2, und m gleich 3, 4, 5 und so weiter. Die folgende Tabelle zeigt die Zusammenfassung der Messungen der Wellenlängen und der theoretischen Berechnung aus der Balmer-Serie. Rot, b gleich 285 mm, b gleich 290 mm, b gleich 285 mm, Lambda gleich 648,96 Nanometer, Lambda Balmer gleich 656,53 Nanometer, m gleich 3, r gleich 3,33 mal 10 hoch 15, 1 durch Sekunde. Türkis, b gleich 205 mm, b gleich 200 mm, b gleich 200 mm, Lambda gleich 473,18 Nanometer, Lambda Balmer gleich 486,32 Nanometer, m gleich 4, R gleich 3,38 mal 10 hoch 15, 1 durch Sekunde. Violett, B gleich 180 mm, B gleich 180 mm, B gleich 180 mm, Lambda gleich 425,50 Nanometer, Lambda Balmer gleich 434,22 Nanometer, M gleich 5, R gleich 3,36 mal 10 hoch 15, 1 durch Sekunde. Dabei ist in der rechten Spalte die Rydberg-Konstante abgeleitet aus unserer Wellenlängenmessung durch Einsetzen der Balmer-Formel gezeigt. Der gemittelte Wert von R gleich 3,36 mal 10 hoch 15, 1 durch Sekunde, stimmt sehr gut mit dem Literaturwert von 3,29 mal 10 hoch 15, 1 durch Sekunde überein. Die Messung der Balmer-Serie des Wasserstoffatoms zeigt, dass schon das semiklassische Bohrsche Atommodell und die Rydberg-Formel in der Lage sind, atomare Linienspektren sehr gut zu beschreiben. Thank you.